In my wildest dreams. Ja, das ist, also. Ich muss ganz bisschen mal meine Gedanken sortieren. Well, I mean, I would say, in meinen kühnsten Träumen, wie die Zukunft der Stadt Berlin, Wien, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Die Zukunft Berlins im Bereich der mentalen Gesundheit. Oh ja, da müssen die Träume schon sehr kühn sein. In my wildest dream. Is it a question? Ich finde witzig diese Frage. Die kühnsten Träume. Ich würde mir wünschen, dass mentale Gesundheit denselben Stellenwert bekommt wie körperliche Gesundheit. Also es so wichtig ist, die Politik oder noch viel wichtiger, dieses emotionale, künstlerische, dieses fahrende Zwischenmenschliche. Ich glaube, dann würden auch sehr viele andere gesellschaftliche Probleme automatisch verschwinden. Ja, kollektiv darum gehen würde, wie können wir innerlich heilen und somit sicher auch äußerlich, aber wie können wir gesund und wohltuend miteinander umgehen als Gesellschaft, als Stadt, als Kollektiv, als Kiez. Viel wäre schon gewonnen, wenn wir nicht mehr Unterstützung und Krisen denken würden als etwas, was nicht so viel mit uns in unserem Alltag und Zusammenleben zu tun hat, sondern mehr so eine Selbstverständlichkeit, wie am Wochenende zum Flohmarkt zu gehen. So gehört es halt irgendwie Teil dessen, dass du dich um dich selbst, aber auch die Menschen in deiner Community und Nachbarschaft kümmerst und dass es eigentlich so mal mehr einen Wert bekommt. Deshalb würde ich sagen, dass in meinen kühnsten Träumen es mal ganz andere Räumlichkeiten gibt, aber auch eine Selbstverständlichkeit dafür. Räume, in denen es mal okay ist, nicht zu funktionieren und sich so zu verhalten, dass du es erstmal nicht verstehst und gleichzeitig aber auch Unterstützung finden kannst nach eigenen Vorstellungen und Wünschen. I think Berlin would be a space where people that do experience reality differently, I would say, are not punished for it. And I really just wish that, you know, we could live in a society where that's not punished and it's not stigmatized to just be in a different frequency, and that we have the infrastructure to support such things. I wish that there were a more level playing field in terms of access, in terms of care, in terms of empathy for these situations. Ich glaube, es wäre ganz toll. Und das sind die kleinen Dinge. Wenn jemand, der jetzt eine Depression hat, und das ist die häufigste, nicht nur die häufigste psychische Erkrankung, sondern die häufigste Erkrankung des Menschen überhaupt, dass der erstmal selber für sich wahrnimmt, dass das etwas ist, wo er Hilfe braucht und wo es Hilfe gibt. Und wo er oder sie auf andere Menschen trifft, im normalen Umfeld, die das verstehen und die das unterstützen, und dann ein System, was gar kein Versorgungssystem ist, sondern ich sag mal ein psychosoziales Gesundheitssystem, dass das auch in der Lage ist, sofort diesen Hilfewunsch auch aufzunehmen und auch, dass etwas dann passiert und dass Menschen, die eine solche Erkrankung haben, nicht deshalb ausgegrenzt werden, weil sie die Erkrankung haben oder behandelt werden. Also ich glaube, die kühnsten Träume liegen in jedem Menschen in der Gesellschaft, dass wir lernen, ganz anders damit umzugehen. Und das wird ganz, ganz viel bewegen. At the moment, Berlin is a very diverse society, if we can say. It is offering places for different identities. And when I say identities, I mean different levels of identities. I hope that Berlin will be able to keep this possibility for different people to live in the same place. But I also hope that it will be less bureaucratic in the future when it comes to offering mental
support to people in need. Auf die Versorgungslage, da beobachten wir, dass sich die Versorgungslage insgesamt verbessert, dass die Politik sehr aufmerksam ist im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung. Also wir stellen fest, dass sich die Politik verstärkt dem Thema zuwendet und dementsprechend auch verstärkt in diesen Bereich investiert. Für meinen Bereich kann ich sagen, dass ich mir wünschen würde, dass die Mental Health Surveillance verstetigt wird, sodass wir über einen langen Zeitraum abbilden können, wie sich die psychische Gesundheit verändert. Das ist ein großer Traum. For me it's mostly an attitudinal shift that's required. I think there are material resources and facilities and structures and so on that exist in Berlin, as I said, that make it very, quite a special place, a special city to live in. But I think that there does need to be a shift on many levels to allow people to better engage with particular topics regarding mental health and bringing in the racism topic and various discriminations. There would be more therapists of color, and their availability would be more. I know there's a few, but they're so booked. It would be nice for that to be incorporated in all kind of work situations, that mental health was a standard part of your work contract, I don't know. And mental health days were equally provided as much as holidays. Also in meiner Utopie gibt's halt weder Rassismus noch irgendeine andere Diskriminierung natürlich. Und dass alle Leute halt so gesehen werden, wie sie sind. Und auch, dass es keine Körpernorm mehr gibt oder überhaupt gesundheitliche Normen, dass alle sich selbst definieren können, selbst bestimmen können, was die brauchen, welchen Weg die gehen wollen oder welche Unterstützung die möchten, um ihren Weg vielleicht zu finden. In meinen kühnsten Träumen wird das als Resilienz verstanden, Regeln zu brechen. Es wird als Resilienz verstanden, Normen in Frage zu stellen. Und zwar wirklich auf allen Ebenen und in aller Konsequenz. In meinen kühnsten Träumen haben einfach alle weißen deutschen Menschen sich intensiv mit der Gewaltgeschichte ihrer Familie auseinandergesetzt und sind selber geheilt von dem, was da verletzt wurde. Ja. Ich stelle es mir fantastisch vor. Also ich stelle mir in meinen kühnsten Träumen so Orte vor, in denen Menschen hingehen können und sich gegenseitig unterstützen können und gemeinsam auch sich überhaupt Raum nehmen können, zu eine Krise zu haben oder zu trauern oder mit Themen, die jetzt im Bereich emotionale Gesundheit oder mentale Gesundheit auch gehen, sich zu beschäftigen und nicht in Isolation oder in eigenen vier Wänden, sondern dass es dafür richtig gute Orte gibt, die irgendwie willkommen heißend sind für alle Menschen, die das möchten. Und manchmal denke ich, dass wir in diesem Bereich, in diesem selbstorganisierten Bereich, der so hart durch auch schwere Erfahrungen gewonnen wird, dass wir da das Wissen haben und dass da das Wissen geschaffen wird, um zurückzuschauen auf diese normierende Gesellschaft, wie wir sie kennen, und zu sagen, das geht so nicht mehr. Das schädigt unsere Gesundheit. Und da würde ich gerne irgendwie Kraft hingeben und auch Hoffnung hingeben. Ich würde mir einfach wünschen, dass diese Arbeit gewertschätzt wird und finanziell anerkannt wird. Also eigentlich bräuchten wir Stadtteilgesundheitszentren, ja, die möglichst von den Menschen aus der Gemeinde oder den Gemeinden betrieben werden. Ne? Die Gemeinden sind ja so ein bisschen zersplittert. Es gibt Communities, die oft sich sprachlich, kulturell oder sonst wie etablieren. Und da müsste das einigermaßen plural zugänglich sein. Man müsste gucken, wie man sich miteinander verbindet, wie Gesundheitsinformationen weitergegeben werden, wie ich
ja, die vielfältigen Beratungsstellen, die Berlin anbietet, ja, dass die wirklich vernetzt an die Menschen rangetragen werden. Und das wäre quasi, wenn das besser vernetzt wäre, wenn der Austausch leichter wäre, wenn man für die Vernetzungsarbeit auch Geld kriegen könnte, das wären alles Punkte, die dazu gehören würden. Das nächste ist der ganze Bereich der Diskriminierung. Und die Frage ist also immer, wie kriegt man über solche Communities hin eine Solidarität oder eine Unterstützung gegenseitig, dass die Leute sich sicher fühlen und unterstützt. Ne? Da wird, glaube ich, manches getan, aber noch nicht genug. Und im Bereich vom Gesundheitssystem, ja, müsste einfach Stadtteilgesundheitszentren überall, wo halt alle möglichst viele Disziplinen interprofessionell unter einem Dach arbeiten, alle gleich viel oder ähnlich viel verdienen und immer im Austausch miteinander sind, nie eine Ärztin alleine zuständig ist oder Psychotherapeutin alleine für die PatientInnen, sondern immer im Kontext mit Sozialarbeit und Pflege und anderen Berufsgruppen und immer zusammen mit den PatientInnen auf Augenhöhe, mit den Angehörigen zusammen, mit ihrem sozialen Netzwerk. Genau, alle vernetzt sozusagen, kooperativ, gemeinsam für das Wohl der Menschen. Also ich würde mir wünschen, dass wir keine Sorgen mehr ums Wohnen haben und dass eben das dann auch Auswirkungen hat auf die mentale Gesundheit. Also wenn ich diesen wichtigen existenziellen Bereich mit weniger Sorgen betrachten kann. Also wenn ich weiß, Wohnen bleibt bezahlbar, ich muss mir darum keine Sorgen machen, ich kann mich da entfalten, kann tauschen, kann wohin ziehen, wo ich möchte oder wo meine Netzwerke wohnen, dann ist, glaube ich, eine große Erleichterung in dieser Stadt erkennbar. Ich würde mir ein Berlin wünschen, das viel Leben unter freiem Himmel ermöglicht, das uns dazu stimuliert, viel Zeit draußen zu verbringen, mit anderen Menschen, das ein Straßenbild bietet, was Stimulation und Erholung in guter Ausgewogenheit bietet. Und ich wünsche mir außerdem ein Berlin, das ein reiches Kulturangebot hat, das möglichst vielen Menschen zur Verfügung steht. Denn all das sind Dinge, die gut sind für unsere Psyche, die gut sind für unser Gehirn und für unser seelisches Wohlbefinden. Oh, wenn ich richtig träumen darf, dann natürlich, dass die Berliner Bevölkerung von sich selber sagen kann, ich fühle mich psychisch gesund. Das ist natürlich aber wirklich eine Utopie. Um das noch mal so ein bisschen dann mit der Realität in Einklang zu bringen, würde ich mir zumindest wünschen, dass wir offener über das Thema psychische Gesundheit und damit einhergehend auch über psychische Belastungen sprechen können. Dass wir da Bilder, die vielleicht noch in Köpfen vorhanden sind, abbauen können. Dass keiner eine Scham entwickelt, nur weil vielleicht eine psychische Belastung gerade in der eigenen Lebensphase eine Rolle spielt. Das ist natürlich nichts Berlin-spezifisch, sondern es ist natürlich was Europaspezifisches oder vielleicht auch Weltspezifisches, dass die Versorgung gerade für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichten die Versorgung keine gute ist, aber auch natürlich die Asyl- und Fluchtpolitik, gerade die, aber natürlich auch die Migrationspolitik eine ist, die zum Beispiel ganz basale Dinge wie Ankommen, ein Leben beginnen, erschweren. Und Punkt eins ist, dass die Konflikte, die auch im Versorgungssystem entstehen, vielfach daraus entstehen, dass die Lebensrealitäten von Geflüchteten oft so prekär sind und so problematisch und uns als Professionelle vor ganz viele Herausforderungen stellen, auch unsere eigene Ohnmacht zu erleben. Aber ich glaube, das würde ich mir so wünschen, dass man, weil ich schon auch immer wieder merke, dass in dieser Stadt sehr, sehr viel stattfindet und auch sehr viel Gutes auch in dem Bereich psychische Gesundheit, Fragen nach mentaler Gesundheit, Verzahnung mit der Stadtgesellschaft. Und ich trotzdem das Gefühl habe, dass es so schön wäre, wenn das noch mehr miteinander ins Gespräch kommen könnte. Und ich habe das Gefühl, noch immer findet viel parallel statt. Und das muss vielleicht auch manchmal so sein, aber ich würde mir halt wünschen, dass wir das noch transparenter kriegen würden und noch mehr ins Gespräch und in gemeinsame Verhandlungen, vielleicht auch in gemeinsame Streits. Ich
würde mir wünschen, dass wir wieder mehr debattieren, Konflikte, Diskussionen im professionellen Kontext, aber auch in der Stadtgesellschaft möglich machen, weil ich glaube, über so Aushandlungen von Spannungen wir manchmal auf bessere und zielführendere Ideen kommen, als wenn wir Spannungen und Konflikte vermeiden. Zum einen würde sich das gesamte Gesundheitssystem ändern. Wir würden wegkommen von diesem Krankenkassensystem, sondern wir würden hinkommen zu einem steuerfinanzierten Gesundheitssystem, in dem alle Menschen, die Steuern zahlen, automatisch ins Gesundheitssystem einzahlen und alle Menschen, die in dem Land leben, Zugang zum Gesundheitssystem haben, auch zu psychischer Gesundheit. Und ich denke, es würde mehr kostenlose Kultur geben. Die Kultur würde gefördert werden, dass Menschen auch teilhaben können an Kunst und Kultur. Und ich denke, die Parks würden erhalten bleiben. Es würde vielleicht mehr Anregungen für Bewegung geben in der Stadt. Da ich ja halt mentale Gesundheit immer mit Ressourcen verbunden sozusagen oder Zugang zu Ressourcen, fantasiere ich jetzt, dass alle Menschen einen sehr einfachen Zugang haben zu allen möglichen Ressourcen. Ich glaube, was mich so abhält, komplett so zu sagen, ja, und wir haben das und jenes und keine Ahnung was, ist die Tatsache, dass wir eigentlich als Menschheit nicht unlimitierte Ressourcen haben, ja. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, ja, wenn ich dass wir diese Mentalität von unlimitierte Ressourcen und ach, es geht kaputt und es gibt was Neues oder Gott, das hindert mich jetzt utopisch zu werden. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur damit sagen, dass meine Fantasy darüber ist, dass wir halt das, was wir haben, teilen und jeder bekommt sozusagen ein Stück von diesem Kuchen, aber dafür müssen wir einfach verzichten. Also ein paar von uns müssen auf jeden Fall auf Sachen verzichten. Berlin als Raum für eine gesunde mentale Gesundheit stelle ich mir vor, es ist eine Stadt, in der die Kommunikation sehr hoch ist, in dem der Raum da ist, um miteinander zu kommunizieren, zu diskutieren, Lösungen zu finden, neue Gedanken zu entwickeln. Und das konnte Berlin schon, kann es auch. Ein Teil von Berlin kann es immer noch und sehr gut. Und dieses Potenzial noch mehr zu nutzen. Es ist eine Stadt, in der die Gesellschaft einen neuen Gesellschaftsvertrag hat, in dem diese ganzen sozialen Werte, die uns eigentlich ausmachen, auch gewertschätzt sind und genauso gewertschätzt sind, wie wir sie brauchen. Das heißt, wie zum Beispiel Länder, die sich die Fröhlichkeit oder Happiness als Grundwert und Leitziele darstellen, das könnte Berlin zum Beispiel auch machen. I would say, again, the future of mental health, it's the collective, I think. But it has always been the collective. And because the problem is the collective, so the collective should be the solution. And the worst thing that is happening today is the individualism. And I do trust that the art sphere, the art space, is a place that we really need to care. We must care about the exhibition space. Because I think we are living in a society that is actually erasing all human interaction. Also mit dem Konzept Zukunft bin ich seit längerem etwas kritischer unterwegs. Also ich sehe dieses spekulative in die Zukunft denken als etwas, was uns dazu treibt zu reduzieren und Komplexitäten auf die Seite zu schieben. Ganz vieles von dem, was utopisch ist oder was irgendwie eine schöne Utopie sein könnte oder eine konkrete Utopie sein könnte, ist eigentlich jetzt schon auch in der Gegenwart emergent. Also eigentlich ist die Gegenwart meine Utopie.